Ich habe jetzt schon länger versprochen, mal ein Special über Proteine zu machen. Und hier kommt der erste Teil zu diesem ganz wichtigen Thema in der Ernährungsmedizin. Eiweiße oder Proteine sind essentielle Moleküle in unserem Körper. Sie spielen eine zentrale Rolle beim Aufbau und beim Erhalt von Muskeln, Knochen, Organen sowie bei der Produktion von Hormonen und Antikörpern. Der menschliche Körper kann einige Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, nicht selbst herstellen, weshalb eine ausreichende Zufuhr durch die Nahrung wichtig ist. Doch wie bei so vielen Dingen im Leben gilt auch hier, die Dosis macht das Gift. Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, abgekürzt DGE, besagen, dass ein Erwachsener etwa 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zu sich nehmen sollte. Dieser Wert kann unter besonderen Umständen, wie zum Beispiel Schwangerschaft oder intensiver Sport, noch höher sein und liegt dann bei ca. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Diese Mengen sind durch eine ausgewogene Ernährung sehr leicht zu erreichen, ohne auf proteinangereicherte Lebensmittel oder Shakes zurückgreifen zu müssen. Und jetzt ganz wichtig, die DSGVO sagt, erwachsene Breitensportler, die 4 bis 5 Mal je Woche 30 bis 45 Minuten bei mittlerer Intensität trainieren, die brauchen gar keine zusätzlichen Eiweiße. Eine zusätzliche Proteingabe ist lediglich bei Sportlern in Phasen mit besonders intensiven Trainingsinhalten sinnvoll. Der Trend zu einer proteinreichen Ernährung und der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln wie Proteinshakes hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Viele dieser Produkte sind stark verarbeitet und können versteckte Zucker, Fette und andere ungesunde Zusatzstoffe enthalten. Spannend ist, dass viele der Proteinshakes Süßstoffe enthalten, die natürlich vermeintlich gesund klingen, weil sie wenige oder gar keine Kalorien haben, aber Experten warnen, dass sie extrem gesundheitsschädlich sind. Sie erhöhen nämlich das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verändern die Bakterienzusammensetzung im Darm, also das Mikrobiom, und damit verschlechtert sich die Immunabwehr der betroffenen Personen. Diese werden anfälliger für Krankheiten und, ganz wichtig, einige Süßungsmittel, die sind sogar krebserregend. Süßstoffe sind unter anderem mit Demenzerkrankungen assoziiert. Viele Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von übermäßig verarbeiteten Lebensmitteln, und hier zählen leider die für so besonders gesund gehaltenen Proteinpulver und Shakes dazu, mit einem erhöhten Risiko für Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden sind. Zu viel Eiweiß schadet dem Körper, auch da es zu einer Übersäuerung des Interstitiums kommt, und dies führt zu chronisch niederschwelligen Entzündungen, diversen Schmerzzuständen, einem unreinen Hautbild, schlechter Wundheilung, Allergien, Unverträglichkeiten und chronische Infekte können die Folge sein. Egal in welcher Form Eiweiße aufgenommen werden, sei es jetzt auf natürlichem Weg oder durch Shakes, bei ihrem Abbau im Körper entsteht jedenfalls Ammoniak. Und Ammoniak ist ein Zellgift, das in Harnstoff umgewandelt und über die Nieren ausgeschieden werden muss. Dies aber belastet wiederum die Nieren und die Leber auch stark, und so kann bei sehr hoher Eiweißaufnahme es zu einer Schädigung der Nieren kommen. In der Leber kann es zu Problemen bei der Verarbeitung von Ammoniak kommen, was zu ernsten gesundheitsschädlichen Problemen führen kann. Zudem können eine hohe Proteinaufnahme und der Mangel an Ballaststoffen die naturbelassenen pflanzlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Vollkornprodukten, Pilzen, Hülsenfrüchten usw. zu finden sind, zu Verdauungsproblemen wie Verstopfungen führen. Ein chronischer Mangel an Ballaststoffen führt zu erhöhten Blutfettwerten, niederschwelligen Entzündungen und einem erhöhten Risiko für Darmkrebs. Ein zu hoher Eiweißkonsum führt unter anderem zu Mundgeruch, Blähungen, Stuhlverstopfungen, unreinem Hautbild und starkem Durst. Es lohnt sich also mal genau durchzurechnen, wie viel Eiweiß man pro Tag eigentlich brauchen würde und ob man diesen Eiweißgehalt nicht bereits durch seine reguläre Ernährung abdeckt. Viel wichtiger, besonders für Sportler, ist es zu schauen, ob man auch wirklich alle Mikronährstoffe erreicht, zum Beispiel Magnesium, Mangan, Zink, Selen und so weiter. Genau diese Mikronährstoffe fehlen sehr häufig in der modernen Ernährung, die hauptsächlich auf hochverarbeitete Lebensmittel zurückgreift. Fehlen Mineralstoffe und Spurenelemente,
So kommt es im Körper zu diversen Mangelerscheinungen. Eine chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen oder auch Probleme beim Immunsystem, zum Beispiel chronische Infekte, können die Folge sein. Und deswegen beim Thema Eiweiße lieber auf naturbelassene Quellen zurückgreifen und darauf achten, dass auch ein Großteil des Eiweiß aus pflanzlichen Quellen stammt. So ist für eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen und Spurenelementen gesorgt und auch für Ballaststoffe. Ich werde in nächster Zeit noch einige Videos zu diesem Thema hochladen, unter anderem mit vielen tollen Rezepten, die naturbelassene Eiweiße in den Vordergrund stellen.